Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Fahrerarbeitsplatzbau des MAN SL 200. Heute geht es um die neuen Teile, die bei mir angekommen sind, eingetroffen sind. Und noch dazu habe ich was Kleines zu feiern, nämlich meinen Geburtstag. Deswegen hier auch etwas schön dekoriert. Und ja, ich werde jetzt gleich mal beginnen und euch mal die einzelnen Teile vorstellen. Zum Geburtstag habe ich auch einen nicht unerheblichen Teil an Teilen bekommen. Und werde mir auch noch weitere dann zulegen. Aber ich möchte euch heute erstmal so den ersten Teil präsentieren. Also zum ersten ist noch zu sagen, dass hier zwei Plakate Platz gefunden haben mit zeitgenössischen Werbungen. Habe ich ja schon angekündigt. Das eine hier bezüglich des Fahrerarbeitsplatzes, ein sehr originelles Plakat, was wirklich super zu meinem Fahrerarbeitsplatz passt, weil es ja im Grunde genommen genau den gleichen zeigt. Und hier drüben etwas noch viel, viel passendereres, wie ich finde, nämlich die Auflistung der MAN-typischen Standard-1-Busse. Der SG ist drauf, der SÜ, der SD und auch der SL. Und somit einfach nur richtig gut passend und es sieht einfach wunderbar aus, wenn man da ein bisschen Wanddeko hat. Außerdem, ihr habt es schon gesehen, ist hier meine Wagenheldanzeige angekommen, die jetzt hier mit Girlanden voll geschmückt ist. Ich möchte euch nur mal kurz ein bisschen die Funktionsweise erklären. Ich habe diese Anzeige genommen und habe sie hier auf so einen kleinen Holzsockel, auf so ein kleines Holzbrettchen draufgeschraubt von unten, also von innen und auch von der anderen Seite. Und dann kann man die hier nehmen. Also sie ist jetzt im Moment nur auf dieses Rohr drauf gesteckt. Das wird auch in Zukunft so sein. Es hält nämlich bombig, wie man sieht. Und so hat man ein bisschen Spielraum, kann sie ein bisschen drehen, also sie verrutscht auf jeden Fall nicht. Das Einzige ist, dass dieses Rohr hier noch festgeklebt wird und dann hier unten noch zugespachtelt wird und natürlich auch noch lackiert wird, zusammen mit dem Holz, sodass das dann richtig gut hält. Ja, aktuell könnte ich jetzt die Anzeige nehmen und könnte sie so runterziehen mit diesem Holzteil. Da habe ich hier unten in dieses Holz einen Kreis gefräst oder gebohrt. Und in diesen Kreis kann man quasi das Holz reinstecken, also in dieses Rohr reinstecken und dann hält die Anzeige hier wunderbar. Ja, von innen werde ich euch die Anzeige auch nochmal zeigen, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann wirklich an den Anschluss geht. Und auch hier steht noch was Kleines Feines und zwar ein Stempel, ein Entwertungsstempel für die Fahrscheine, der original aus der Zeit stammt, die ich hier versuche nachzubauen, also um 1975. Das Tolle an dem Ding ist, dass der Felix mir den sozusagen fast kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und man kann ihn hier rausnehmen. Ich habe ihn nochmal gereinigt. Und dann kann man hier an diesen ganzen Rollen das Datum verändern, verstellen, wie man möchte. Ich nehme jetzt mal den heutigen Tag, den 17. August. Stellen wir mal ein hier, 17. August, so, und dann war hier früher ursprünglich in diesem Ding ein Stempelkissen drin, das ist auch immer noch vorhanden, nur hat es keine Tinte mehr, deswegen nehme ich mir dann immer ein zusätzliches Kissen dazu und auch nochmal einen Zettel, damit ihr seht, was da dann bei rumkommt, weil auf eine Fahrkarte möchte ich jetzt nicht stempeln, einfach nur mal auf den Zettel. So, dann nehmen wir den einmal und drücken hier drauf und dann drücken wir hier drauf. So, und schon haben wir unser Datum, eine wunderbare Qualität, super Stempel, der dann hier optimal, ich schaue nochmal mit dem Fahrschein, und da sehen wir auch schon die nächste Errungenschaft, aber dazu gleich was. So, und dann kann man dann nämlich hier auf die Fahrscheine draufstempeln, gültig am, und hier wunderbar das Datum hinstempeln. Also echt perfekt passend. So, und ihr habt es ja gerade schon gesehen. Hier habe ich einen Geldbeutel bekommen. Eine Geldbörse extra auch von MAN. Die ist zwar jetzt mit einem etwas moderneren MAN-Logo ausgestattet, aber ich finde sie trotzdem wunderbar, weil es halt auch einfach so einen kleinen Wiedererkennungswert hat. Hat hier wunderbar viele Taschen und ist echt ein kleiner Hingucker und für den Fahrerarbeitsplatz auf jeden Fall perfekt geeignet. Ja, außerdem noch gekommen ist eine Schaffnermütze.
oder auch eine Busfahrmütze, wie man das bezeichnen möchte. Und die sieht hier so aus. Eine Mütze, eine Schirmmütze der BVG mit einem wunderschönen Emblem hier oben. Und die ist wirklich in einem Top-Zustand. Sie wurde getragen, aber nur ganz selten und auch sehr gut behandelt. Also die ist in einem Top-Zustand, riecht so richtig schön nach Leder hier innen drin. Und die ist einfach nur genial. Und ich habe sie schon aufgesetzt. Sie passt auch wie angegossen. Und zusammen mit Hemd und Anzughose und Krawatten, die zeige ich euch auch gleich nochmal, ergibt es eine wunderschöne Uniform, mit der ich dann auch fahren werde. Habe auch schon ein Bild davon gemacht. Es sieht einfach nur bombig aus. Ja, genau. Da sind wir nämlich auch schon bei den Krawatten. Ich mache hier gerade nochmal zu. So, da sind wir nämlich schon bei den Krawatten. Hier sind sie schon. Und zwar auch BVG-Krawatten, die wirklich sehr, sehr schön sind. Ich habe mir hier schon mal eine fertig gebunden. Ja, so. Ja, genau. Also so sehen die aus. Fertig gebunden. Richtig schön, auch wieder mit dem BVG-Logo, mit dem alten natürlich. Die stammen nämlich auch noch aus der Zeitepoche der 70er, 80er Jahre. Also auch wieder perfekt passend zu der Schirmmütze und auch zur Anzughose. Und außerdem neben der Krawatte habe ich noch eine gleiche, das ist die hier. Und dann habe ich noch eine, auf der, die ist zwar etwas moderner, aber auch sehr schön. Auf der sind Straßenbahnen und Busse. Und das Logo der BVG noch mal abgedruckt. Also auch sehr, sehr schön. Und eine letzte wunderschöne Sache haben wir auch noch. Und zwar hier eine Halteplatte. Die wird natürlich auch neu lackiert, sieht man ja. Aber das ist ein Ding, das wirklich an Seltenheit, an Rarheit nicht zu übertreffen ist. Das kommt dann hier rein. Und dazu passend habe ich mir eine Handbremse besorgt mit einem entsprechenden Aufsatzteil. Ja, das habe ich ja erst versucht selbst zu bauen, aber ich habe mir jetzt doch dann ein richtiges angeschafft. Diese Dinger sind so dermaßen selten und dazu passend dann auch ein richtiges Handbremsventil von Wabco. Und da werde ich euch jetzt mal kurz erklären, wie das funktioniert. So, man sieht jetzt hier das Federspeicher-Feststellbremsventil und hier seht ihr das Piktogramm für oder das Zeichen für die Haltestelle. Somit kann man davon ausgehen, dass hier die Haltestellenbremse irgendwo sein muss. So, wenn jetzt die Bremse, so ist sie eingebaut, ihr wisst es ja, hier ist dieser Ausschnitt. Und wenn die Bremse jetzt in dieser Stellung ist, dann ist die Haltestellenbremse eingelegt. Denn weiter hoch geht die Bremse nicht. Also die Bremse geht wirklich nie weiter als bis hier. Das heißt, hier ist Ende. Und hier in dieser Stellung ist die Haltestellenbremse aktiv. So, und wenn ich jetzt die Bremse ein Stück weit runter bewege, dann rastet die ein und dann ist die Haltestellenbremse wieder gelöst. Das heißt, ich könnte weiterfahren. Und so lege ich sie wieder an, indem ich es einfach hochschiebe und so ist sie dann wieder gelöst. So, und wenn ich jetzt, so ist jetzt die ganze Federspeicher-Feststellbremse in der absoluten Nullstellung und wenn ich sie jetzt hier nach unten drücke oder unten hier weiter bewege, dann lege ich automatisch die Feststellbremse an sich ein. Also wenn ich jetzt hier nach unten bewege, so ist sie dann drin. Das ist der Vorteil an diesem Ventil, dass es extrem leichtgängig ist für sein doch schon eher hohes Alter. Ja, und so ist die Bremse jetzt im angelegten Zustand. Also so, ja, würde ich jetzt quasi die Feststellbremse gezogen haben. Und wenn ich sie jetzt wieder lösen will, dann geht das genauso wie ein OMSI recht schnell. So, und jetzt ist sie wieder gelöst. Wenn ich sie wieder anlegen will, dann nehme ich das Ganze einfach nach unten. Und wenn ich sie wieder lösen will, ganz nett nach oben. Was euch ja bestimmt schon aufgefallen ist, sind hier meine Anzeigen, die ich neu erworben habe quasi. Ja, die Büssing-Anzeige, die kennt ihr ja noch. Die gehört hier natürlich nicht rein. Ich habe es jetzt hier nur mal provisorisch reingemacht. Und die anderen drei Anzeigen, die davon kennt ihr auch eine. Das ist hier die Öldruckanzeige. Die anderen beiden dürfen euch nicht so bekannt vorkommen. Und die habe ich mir auch vor kurzem erst neu geholt. Da handelt es sich einmal um die Kühlwassertemperaturanzeige mit dem alten Kolbenthermometer und der
roten Endskala und einmal dem Tankfüllstand mit dem auch sehr alten Kanister-Symbol, was wir auch hier drüben haben, und mit der größten, mit dem größten Stellwert V. Ja, und diese drei Anzeigen zusammen, die passen jetzt eben optimal hier in mein MAN SL200. Ich hatte ja mal davon gesprochen, dass ich mir welche zulegen will, die auch so einen abgerundeten Rand haben. Den gab es aber, wie ich ja recherchiert habe, nur bei Mercedes-Benz und bei Büssing, und somit kam der für mich hier nicht in Frage. Und sind wir mal ehrlich, so ist es doch viel besser und schöner und vor allen Dingen auch originalgetreuer, wenn die Anzeigen einen flachen Rand haben, wie es eben bei MAN immer der Fall war. Und wie man hier sieht, sind die Anzeigen schon in einem recht, ja, mitgenommenen Zustand. Ihr kennt das ja schon von der Büssing-Anzeige hier drüben, die ja wirklich ziemlich desolat ist. Aber auch hier die Kühlwasseranzeige und die Tankanzeige sind schon relativ mitgenommen. Die werde ich natürlich alle dann auch öffnen, weil ich die ja mit Servo betreiben möchte, genauso wie den Tacho übrigens auch. Und dann werde ich mir mal die Zeit nehmen, werde die komplett entrosten, neu lackieren, die Innenscheibe sauber machen und ja, wirklich die Anzeige wieder komplett herrichten. Die hier unten ist noch in einigermaßen gutem Zustand, aber trotzdem werde ich auch da nochmal drüber schauen. Aber ansonsten, finde ich, können sich die echt sehen lassen. Ihr habt das ja sicherlich bemerkt, ich habe hier auch ein bisschen umgestellt in meinem Zimmer. Also hier zum Beispiel jetzt ein Regal stehen, in dem ich meine ganzen Sachen aufbewahren kann, die ich für den Fahrerarbeitsplatzbau brauche. Unter anderem hier den Hupenknopf, den kennt ihr ja schon, den werde ich aber über kurz oder lang noch gegen einen anderen ersetzen. Und hier noch Befestigungsschrauben für die Feststellbremse. Und hier haben wir noch ein schönes Teil, es hat schon einen Ton von sich gegeben, nämlich eine Haltewunschglocke. Und das ist eine Glocke, die kennt ihr bestimmt auch aus OMSI, zumindest zum Beispiel aus solchen Bussen wie dem O305. Wenn nämlich ein Haltewunsch kommt und die Wagenheldanzeige aufleuchtet, bimmelt hier diese Glocke automatisch einmal mit. Und genau so eine Glocke ist das. Die wird dann mit mir per Relais mit diesem Wagenheld, mit dieser Wagenheldanzeige gekoppelt. Und sobald ein Haltewunsch kommt, gibt es dann auch bei mir ein akustisches Signal. Das hört sich dann in etwa so an. Ja, genau. Da gibt es dann hier einen elektrischen Kontakt und da wird dann das akustische Signal kommen. Auch hier nochmal vielen Dank an Felix, der mir diese Glocke und das gleich folgende Rollband für, ja, im Grunde genommen nur ein Tauschgeschäft und im Grunde genommen eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank an Felix, du bist einfach der Beste. Hier seht ihr mein neuestes Baby, meinen neuesten Schatz, und zwar ein Rollbandkasten, den ich selbst gebaut habe. Der kommt doch recht nah ans Original ran, möchte ich behaupten. Hier drin mit einem Original-Rollband aus Berlin. Eine richtig, richtig tolle Sache. Auch noch mit der alten DIN-Schrift, mit der individuellen DIN-Schrift. Und ja, es ist einfach ein tolles Teil. Ich habe es mir dann dementsprechend zu den Maßen des Rollbands selbst gebaut. Es sieht wirklich super aus, mit dem Plexiglas hier noch dahinter und mit den Rundungen, die man ja auch vom Bus her kennt. Ich habe allerdings nur ein Zielrollband und keine Linienrollbänder, also keine Nummernrollbänder, aber die brauche ich auch nicht. Es soll ja nur sowas sein, dass man mal die Betriebsfahrt oder sowas einstellen kann, was man auch aus OMSI kennt. Und dass man den Besuchern hier mal zeigen kann, wie das denn damals funktioniert hat. Denn hier sitzen nämlich zwei Kurbeln und auch damals hat das nicht anders funktioniert in den alten Bussen. Ich werde da jetzt an dieser Stelle mal ein Video verlinken. Da waren zwar die Kurbeln teilweise an etwas anderen Stellen, aber es hat im Grunde genommen genauso funktioniert. Man hatte hier eine Kurbel fürs Hoch- und eine Kurbel fürs Runterkurbeln. Und hier bei der Kurbel fürs Hochkurbeln konnte man einfach weiterkurbeln und dann kamen die nächsten Ziele. Hier bei der Kurbel fürs Runterkurbeln einfach wieder zurück. Dann drehte sich die natürlich oben auch mit. Und ich habe das hier, glaube ich, ganz gut gelöst mit selbstgebauten Kurbeln. Die funktionieren einwandfrei und spielen super zusammen. Und ja, es ist einfach ein Top-Gerät, was man super bedienen kann, was super zuverlässig ist. Später wird dann hier vorne noch ein Gummiwulst dran kommen. Hier, wo die Plexiglasscheibe ist, hier außen wird ein Gummiwulst rumkommen und der wird dann das Ganze hier noch schön versiegeln, also optisch noch
vervollkommnen. Und eventuell werde ich den auch ersetzen durch einfach einen schwarz lackierten Streifen hier dran, aber da muss ich mal schauen. In Wirklichkeit war auch ein Gummiwulst dran, also würde ich auch gerne einen dran machen. Ich hoffe nur, dass ich den irgendwo herbekomme, aber ich denke, das sollte machbar sein. Ja, ansonsten, ich denke, man sieht, wie das aufgebaut ist, das Teil. Das ist recht einfach, aber trotzdem sehr langwierig zu bauen. Und vor allen Dingen schwierig, dass es dann auch wirklich zuverlässig funktioniert. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Hier nämlich ist da quasi das gleiche wie vorne, nämlich auch so ein abgerundetes Feld, wo man wunderbar reinschauen kann. Und hier sieht man dann das Rollband, das hier auf einer oberen Rolle und auch auf einer unteren Rolle aufgewickelt ist. Da muss man dazu sagen, dass dieses Aufwickeln wirklich sehr viel Geduld erfordert. Das muss absolut gerade sein. Sieht man hier, da darf nichts verrutschen oder irgendwas schief aufgerollt werden, denn sonst hat man nachher extreme Probleme. Ja, und wenn man hier rollt, kommen hier solche Nummern wie hier. Hier steht jetzt gerade die 42 oder hier die 41. Daran sieht man immer, welches Ziel denn gerade angezeigt wird. Da werde ich mir auch noch eine Liste schreiben mit den Zielen, damit ich immer weiß, welches Ziel denn gerade angezeigt wird. Ja, und hier hat man das Band an sich. Das ist eine dünne Folie. Man kann eben dann weiterkurbeln und welche Ziele darauf enthalten sind, das zeige ich euch gleich. Und natürlich wird der Kasten dann auch zur gegebenen Zeit lackiert und dementsprechend dann farblich dem Fahrerarbeitsplatz angepasst. Wie ich das mit der Beleuchtung lösen werde, weiß ich auch schon recht genau. Ich werde mir nämlich LED-Stripes nehmen, die ich hier noch vielfach rumliegen habe, und werde die dann hier irgendwie hinten vielleicht auf eine Leiste drauf bauen und somit dann das Rollband von innen heraus beleuchten. LED auch hier meine Wahl, da es einfach den Vorteil gegenüber Glühbirnen etc. hat, dass ich die LEDs einfach an der Steckdose anstecken kann, dass sie sehr energiearm oder energieverbrauchsarm sind und eben auch sehr langlebig sind und sehr sparsam und günstig. Und jetzt werde ich euch mal ein bisschen präsentieren, was so auf dem Rollband vorhanden ist. Ich habe den Kasten, muss ich jetzt dazu sagen, jetzt mal auf dieses kleine Tastaturtischchen gestellt, einfach nur zu dem Zweck, dass ihr das besser sehen könnt. Ich muss mir noch überlegen, wo genau ich ihn anbringen werde, wahrscheinlich auch an der Wand. Ja, so ist es jetzt natürlich ein bisschen wackelig hier, aber für Präsentationszwecke reicht es auf jeden Fall. Ja, ich fange dann einfach mal an zu kurbeln. Als allererstes kommt Lichterfelde mit dem Hindenburgdamm. Das ist das erste Ziel, was überhaupt angezeigt wird. Dann geht es weiter, dann kommt die Sonderfahrt, die ist ja doch recht wichtig. Danach kommt dann das Schulbusfeld. Und dann geht es weiter mit einem U-Bahn- und einem S-Bahn-Ersatzverkehr. Dann kommt die Betriebsfahrt, die auch öfter auf dem Band vorhanden ist. Und dann geht es mit den Zielen los. Erst hier Britz, Langwitz und so weiter, Marienfelde auch ziemlich oft. Und da kann man jetzt eben hier durchkurbeln, wie man möchte. Hört man auch das Rollband, wie es sich bewegt, aber das ist ganz normal. Ja, dann haben wir auch ein bisschen später auf dem Band noch Ziele, die auch aus Omsi und Berlin-Spandau bekannt sein dürften. Hier nochmal ganz schön zu sehen, Zehlendorf, wo ja heute auch ein Großteil der BVG-Traditionsbus sich abspielt. Dann gibt es noch sowas wie die Kaisereiche, die ja doch auch hier recht groß abgedruckt ist. Kurfürstenstraße, dann haben wir schon die nächste Betriebsfahrt, so schnell geht das. Ja, und dann einfach so weiter. Hier Wannsee ist auch ein tolles Ziel aus Berlin. Am meisten braucht man natürlich die Betriebsfahrt, die Sonderfahrt oder den Schulbus, aber es wären eben auch beliebig viele andere Ziele auf der Anzeige vorhanden. Was das hier unten ist, das erkläre ich euch jetzt mal. Das ist ein Fußabblendschalter für das Fernlicht. Das ist ein richtig, richtig schöner Schalter mit Charme. Ein Schalter mit Charme, der eben aus einem richtig alten Fahrzeug kommt und der auch früher in diesen Bussen der Standard 1 Generation so verbaut war, als Schalter, der fürs Fernlicht zuständig war.
Da gab es ja noch keine Fernlichtfunktion am Lenkstockschalter, also hatte man eben immer links von der Kupplung, beziehungsweise hier links bei den Pedalen, die ja dann bei mir hier hinkommen werden, hatte man eben links davon einen Schalter fürs Fernlicht. Ja, und den, wenn man drückt, dann hört sich das Ganze so an. Ich habe mit den Händen natürlich nicht die Kraft wie mit dem Fuß, aber ich denke, man sieht's, man hört's, so hört sich das dann an. Und damit wird dann eben das Fernlicht hier ein- und ausgeschaltet mit der entsprechenden Kontrolllampe. Und für den Nebelscheinwerfer habe ich ja einen eigenen Schalter. Außerdem etwas sehr Schönes zum Schmökern, nämlich ein wunderschönes Buch, Abschied vom Standard 1 Bus, den ich ja nachbauen werde oder am Nachbauen bin. Ich möchte jetzt hier gar keine Schleichwerbung machen oder irgendwie großartig dieses Buch vorstellen. Ich kann nur sagen, es sind viele wunderschöne Bilder drin und es lohnt sich wirklich, dieses Ding zu kaufen. Ein tolles Buch, was eben den Abschied vom Standard 1 Bus nochmal Revue passieren lässt und vor allen Dingen eben von MANs, Mercedes-Benz und Magirus-Deutz-Fahrzeugen, die ja im Grunde genommen die Hauptlieferanten für Standard-Stadtbusse oder Standard-Überlandbusse waren. Und noch eine Kleinigkeit zum Lenkrad. Zu dem wollte ich ja heute eigentlich viel, viel mehr erzählen. Ich kann aber leider nicht mehr dazu erzählen, weil noch nicht sehr viel mehr passiert ist als beim letzten Video. Das ist immer noch auf sein Gewinde geschraubt, auf seine Lenksäule geschraubt und wartet immer noch drauf, von mir ein bisschen weiter bearbeitet zu werden, also eingerichtet zu werden. Deswegen an dieser Stelle muss ich euch leider vertrösten. Dieses Mal gibt es noch nicht so viel Neues dazu. Das Ganze wird dann im nächsten Video folgen. Dieses Video ist vor allen Dingen mal eine Vorstellung von allen den Teilen, die ich jetzt neu zum Geburtstag oder auch ansonsten bekommen habe.